Der Vertrag steht jedoch mitten in der Energiekrise. Jetzt sollte die Bundesregierung helfen. Es war Februar 1990, als das AXPO ein kleines Kernkraftwerk baute, zumindest im figurativen Sinne. Der Nordosten der Schweiz Stromriese absolvierte zwei Verträge mit der staatlichen französischen Stromfirma EDF. Vielen Dank, dass er insgesamt 400 erhalten konnte. Um insgesamt 400 zu erhalten Megawatt aus französischen Kernkraftwerken.